Hallo lieber Tieftonliebhaber, in dieser Vlogfolge habe ich den ultimativen Pedaltipp für dich. Ich muss zugeben, dass ich gerne Effektpedale benutze. Und zwar oft gar nicht so sehr als Effekte, sondern als, wie ich immer sage, Soundverbesserer. Preamps, Kompressor, das sind bei mir alles Pedale, die eigentlich immer anbleiben. Aber wenn es dann doch mal um Effekte geht, fehlt mir häufig einfach die Möglichkeit, ein paar der Parameter auch live und vor allem stufenlos regeln zu können. Oder einen Effekt einfach zum normalen Bass-Sound dazumischen zu können. Und deswegen hatte ich mir vor ein paar Jahren mal so ein Multi-Effekt-Gerät gekauft, weil man da ein Expression-Pedal anschließen kann und dann eben ein paar Effekte wie zum Beispiel Verzerrung während des Spielens dazumischen kann. Sehr cool. Allerdings bin ich nicht so ein riesiger Fan von Multi-Effekt-Apparaten und finde, dass einzelne Effektpedale meist einfach besser klingen. Aber ich bin zum Beispiel auch stolzer Besitzer einer Basewitch IQ-DI. Und dieses Pedal hat unter anderem einen Mix-Loop, einen parallelen Einschleifweg. Und den kann man einfach an- und ausmachen. Man kann ihn aber auch stufenlos regeln. Mit diesem kleinen Mix-Knopf. Allerdings geht das nicht live während des Spielens. Oder besser gesagt, es ging nicht live während des Spielens. Denn neulich bin ich durch meinen guten Freund Raphael Vanoli auf den Option-Knob aufmerksam geworden. Raphael ist übrigens ein unglaublicher Gitarrist und ihr solltet ihn und seine experimentellen Projekte unbedingt checken. Seine Band Knallpot ist echt super hip. Die Links dazu stehen gleich unten in der Beschreibung. Also der Option-Knob, der Optionsknopf, das ist ganz einfach eine Flügelschraube, die man nahezu auf jedem Pedal anstelle eines Knopfes anbringen kann. Einfach den Knopf abziehen oder locker schrauben und den Option-Knob draufstecken. Und durch diese Flügelschraube lassen sich die Potis dann mit dem Fuß drehen. Entweder stößt man sie einfach an oder setzt vorsichtig seinen Fuß auf eine Ecke und kann so den Knopf prima drehen und benutzen. Tierisch, oder? Und total einfach. Das heißt, ich kann mit meiner Basewitch jetzt alle Effekte im Mixloop, also im parallelen Einschleifweg, während des Spielens stufenlos dazu mischen. Und ich muss kein extra Expression-Pedal mitschleppen und anschließen. Ich dachte mir, das ist echt eine so coole Idee, dass ich sie einfach mal in einer Vlog-Folge zeigen muss. Und sie bietet einem echt auf einmal so viele Möglichkeiten. Und wahrscheinlich wissen viele Musiker gar nichts davon. Also schon für ein paar Euro kannst du dir so einen Option-Knob bestellen und hast somit ein super Upgrade für deine Pedale und dein Pedalboard. Der Link steht auch gleich unten in der Beschreibung. Ich habe gesehen, dass das neueste Modell Wingman heißt. Also wenn du auf die Suche gehst, dann musst du nach Wingman oder Option-Knob suchen. Ich habe übrigens keinerlei Endorsement-Deal oder Verpflichtungen oder Absprachen mit der Firma Option-Knob. Wie gesagt, ich finde es einfach eine super coole Idee und ein äußerst brauchbares Tool, um mehr aus deinen Effektpedalen zu holen. Viele Pedale haben übrigens auch einen Mix-Knopf oder Balance-Knopf, mit dem man das trockene Signal und das Effektsignal mischen kann. Aber du kannst damit auch ganz einfach alle anderen Einstellungen kontrollieren. Die Länge deines Halls oder die Anzahl der Wiederholungen beim Delay oder die Stärke des Chorus. Mit dem Optionsknopf kannst du echt alles kontrollieren. Und das war's auch schon für dieses Mal. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!